Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Hier ist euer Tastenhauer und es geht jetzt weiter in unseren Rückschau-Folgen, diesmal mit der Station Nummer 4 in unserer Reise durch das Mittelalter in Crusader Kings 2. Station Nummer 4, das ist natürlich das Herrschaftsgebiet von Norek gewesen bei uns und das wird hier derzeit im Jahr 920 angeführt von König Eirik II. Von Norek. Hier sehen wir nochmal, was für ein Herrscher er ist. Homosexuell orientiert, ehrgeizig, stämmig, gebildet, gütig und ein erfahrener Theologe. Das ist sein Charakter. Wir sehen, er ist für einen Wikinger kriegerisch gar nicht mal so wunderbar prächtig in seinen Fähigkeiten. Er ist er hat diese Stammesregierung immer noch. Er ist also kein Feudalherrscher, allerdings schon bekehrt zum Christentum. So sieht es da bei ihm aus. Was auch interessant ist von seinen ganzen Geschwistern, da sind die allermeisten, gerade die männlichen Geschwister, allesamt irgendwo in irgendwelchen Kerkern am Schmachten. Sehr interessant. Und er führt einige, wirklich einige kriegerische Aktionen. Die gucken wir uns gleich aber nochmal genauer an. Dazu muss ich einmal hier zurückgehen. Wir haben hier also verschiedenste Eroberungen und die werden uns jetzt auch in den nächsten Jahren mit ganz vielen Screenshots, ich glaube für Norek habe ich alleine jetzt irgendwie 70 Screenshots aufgenommen, immer wieder begleiten. Diverse Eroberungskriege. Hier haben wir zum Beispiel eine dalische Eroberung von Gotland, die aktuell läuft, bei der er aber fast gewonnen haben sollte, wenn da nichts mehr schief geht. Dann gibt es hier noch einen Krieg um die Stadt von Kija, da ganz weit oben. Ja, weit hinter Murmansk. Ich weiß gar nicht, wie man dieses Gebiet da oben im Norden von Russland nennt. Direkt in der arktischen Zone. Da wird auf jeden Fall Krieg geführt. Allerdings auch dort hat der Gegner sich noch nicht durchsetzen können. Dann haben wir hier wieder einen Eroberungskrieg um Kandalax. Auch das liegt relativ nah bei und eine Armee von Eirik, die da versucht, mit ihm selbst für Ordnung zu sorgen in diesem Gebiet, das ihm offenbar sehr wichtig ist. Gut, dann haben wir noch eine desmondische Eroberung, wie auch immer das zustande kommt. Also es gibt ja auch Gebiete von Norek hier oben in Irland. Auch da bereits seit 919 ein Eroberungskrieg, der hier ausgefochten wird, wo es noch gar keine Entwicklung wirklich gibt. Und eine dänische Eroberung. Der König von den Dänen, der versucht hier Synafilki zu erobern. Bin mal gespannt, wie sich das dann entwickelt, aber das werden wir gleich noch sehen. So, gehen wir mal ins Jahr 921, da kommt dann noch eine newdungerische Eroberung von Tjust dazu. Auch das hier in Schweden sind noch drei Zonen oder drei Provinzen, die von Norek gehalten werden und die wird gerade aber belagert. So, und wir sehen dann hier im Jahr 922, dass diese dänische Eroberung wirklich zum Problem wird hier für Eirik, denn dort haben sich diverse Verbündete seinem Gegner angeschlossen und sie besetzen bereits diverse Gebiete in seinem Reich. Das sieht gar nicht mal so gut aus. So, dann haben wir hier auch interessant, wir haben hier einmal zwei Söhne von Eirik, einmal Anmetscheid, Mac Eirik und dann haben wir hier Bersi Eirikson. Und das Interessante ist, die sind also am 2. und am 20. Juni 922 geboren, also definitiv nicht von derselben Mutter. Anmetscheid Mac Eirik ist tatsächlich der leibliche Sohn von Eirik und Bersi Eirikson, da sehen wir hier schon am Symbol, er ist das Kind einer Konkubine, aber ein starker Sohn, also in Anführungsstrichen könnte man sagen, vielleicht das bessere Kind an dieser Stelle, fand ich sehr interessant, wie hier durch diese Konkubinen, die Eirik ja auch besitzt, ich glaube drei Stück, dass er hier tatsächlich auch dadurch Nachwuchs erhalten hat. So, die dänische Eroberung sieht nach wie vor richtig übel aus. Es gibt zwar auch jetzt auf der Seite von Eirik dem Zweiten mehrere Verbündete, die ihm helfen, aber das liegt hier offenbar nicht mehr so ganz in seiner Hand. Viele Gebiete wurden belagert und wir sehen auch hier eine große 6000 Mann starke Armee, die hier in Norwegen an den Küstengebieten, an den Fjorden herumzieht und marodierend, plündernd, erobernd da entsprechend umherzieht.
im Jahr 924. Ja, diese Eroberung von Tjust, da wiederum sieht es eigentlich sehr gut aus aufgrund von Schlachten und Besetzungen. Allerdings ist Tjust selbst auch besetzt, also das Ganze ist definitiv noch nicht vorbei, aber es sieht noch ganz gut aus. Wir sehen auch, Gotland wurde ebenfalls nicht erobert, das ist immer noch in norwegischem Besitz. So, dann haben wir hier eine neue Eroberung von Kanin. Diesmal eine tobysische. Ich weiß nicht genau, wo das liegt, was das wieder für ein Herrscher ist. Also bei diesen Stammesregierungen, da scheint es laufend zu solchen Eroberungskriegen zu kommen. Das ist manchmal wirklich sehr schwer, die Übersicht dort zu behalten. Und zusätzlich kommt dann noch ein norwegisch-germanischer Aufstand in Norwegen dazu. Denn die Bevölkerung dort ist natürlich überwiegend noch germanisch und eben nicht katholisch bekehrt. Dementsprechend haben die natürlich mit so einem Herrscher hier, der katholisch ist, ihre Probleme. Im Übrigen hat König Eirik nach diesen vielen Kriegen jetzt auch schon kein Geld mehr in der Kriegskasse. Also auch das sieht nicht gerade positiv für ihn aus. Naja, okay. So, hier habe ich euch nochmal kurz aufgezeigt, dass er eben katholisch ist. Das wussten wir aber eben schon. So, 925, wir sehen, er macht richtig viel Minus und kriegstechnisch sieht es auch richtig schlecht aus. Die Provinz Fylke hieß sie, glaube ich, die ist tatsächlich jetzt an Dänemark gefallen und auch weitere Kriege laufen hier nicht gut. Er muss sich immer noch dieses Aufstandes erwehren und der hat eigentlich zu wenig Truppen dafür. Das macht ihm hier richtig starke Probleme in seiner Heimat. Und jetzt kommt auch noch eine Eroberung aus Jämtland hinzu, die sich Hordaland an sich reißen wollen. Also das Ganze nimmt hier in den ersten Jahren überhaupt kein Ende. Eine neue Eroberung von Gotland, von einem Graf wird hier aus Öland ins Blickfeld genommen. Also auch da eine neue Eroberung, die sich andeutet oder zumindest versucht wird. Und das Interessante ist, obwohl Eirik jetzt zwischendurch jüdischen Geldverleihern 350 Gold schuldet, hat er nochmal zusätzlich 300 Gold minus gemacht. Also er scheint wirklich alles ausgegeben zu haben, die ganze Staatskasse geleert. Und bisher ist das nicht wirklich erfolgreich gewesen. Wir sehen auch hier dieses Minus, das verstärkt sich sogar noch auf minus 584 Gold. Und das macht ihm das Kämpfen natürlich auch nochmal schwieriger, weil er die ganze Zeit einen 25-prozentigen Moralabzug bekommt, weil seine Truppen nicht mehr bezahlt werden können. Dann kommt hier noch 928 eine westgautische Eroberung von Gotland auch nochmal drauf, nachdem die andere, glaube ich, die ist auch noch am Laufen, interessanterweise, aber jetzt kommt eine zweite noch dazu. Also es nimmt wirklich überhaupt gar kein Ende hier. Eine nordländische Eroberung von Raumsdal steht auch noch im Raum sozusagen. Also auch da wieder ein neuer Gegner. Alle versuchen jetzt hier die Schwäche von Eirik II. Auszunutzen. Dann nochmal ein Eroberungsversuch von Tjust, von den Ostgauten. Also ihr seht, das nimmt wirklich überhaupt kein Ende mehr. So, und 929 ist das Ganze dann schon abgeschlossen. Also diese letzte Eroberung von Tjust hatte tatsächlich Erfolg. Es sieht hier um diese Provinzen in Schweden nicht wirklich gut aus. Jetzt nur noch zwei isolierte, die dem Herrscher von Norwegen, dem Eirik II., hier übrig bleiben. Immerhin hat er sein Minus drastisch verkürzen können auf minus 292. Also da sieht es ein bisschen, in Anführungsstrichen, ein bisschen besser aus. Und wir sehen auch, wo das Problem ist. Der Stamm von Ypern, das ist die einzige Domäne, die Eirik II. Hier hat. Und die wirft quasi kein Geld ab und hat auch keine Truppen mehr, die er daraus entziehen könnte. Und durch die dauernden Kriege ist er einfach völlig geschwächt. So, dann sehen wir hier auch, die Provinz Kanin wurde zwischenzeitlich ebenfalls von fremder Macht erobert, ist jetzt in eine andere Herrschaft übergegangen. Dann haben wir hier noch Grima von Jamtaland. Warum habe ich die nochmal abfotografiert? Gute Frage, nächste Frage. Da ist auch irgendwie ein Krieg unterwegs, ich weiß es nicht. Moment mal. Da gab es ja irgendwie einen Krieg hier in Irland. Ich weiß nicht, ob die hier schon eine Provinz verloren haben und die jetzt versucht wird, wieder zurückzuerobern. Ich weiß es leider auch selbst jetzt nicht mehr genau, warum ich genau das abfotografiert habe. Wie dem auch sei, gehen wir mal drüber hinweg. Ich weiß, dass Jamtaland irgendeinen Eroberungskrieg noch gestartet hatte. Da unten ist auch noch die Übersicht mit den Kriegen. Da sehen wir auch, dass Grima irgendwie an einer Aktion beteiligt ist, an einem Krieg. Aber
Naja, anscheinend habe ich das natürlich nicht fotografiert, weil das wäre ja hinweisgebend gewesen. Ein Lapsus meinerseits, bitte verzeiht. So, dann haben wir hier eine feindliche Invasionsvorbereitung, auch nochmal 931 für den 1. März 1932 durch Jarl Snorri II. Von Mecklenburg, der hier diese Invasion eben vorbereitet, also immer noch schlechte Nachrichten. Das Defizit ist fast aufgehoben von Eirik II., aber leider nur fast. So, dann sehen wir, dass zwischenzeitlich auch Gotland verloren gegangen ist an eine fremde Macht. Also auch da hat eine der Eroberungen tatsächlich Erfolg gehabt. Auch wieder eine Provinz, die verlustig gegangen ist. Ihr seht, Norek geht es hier bisher in den ersten 10 Jahren richtig, richtig schlecht. So, dann haben wir hier, genau, das ist immer noch die Eroberung von Hordaland. Ach, das war der Krieg, okay, und der kam aber aus dem irischen Raum. Wir sehen aber, dass er tatsächlich Hordaland immerhin halten kann und sich diese Grima nicht durchsetzt. Bislang ist also für den Herrscher Eirik II. Mal ausnahmsweise eine gute Nachricht. Ja, hier sehen wir nochmal Ypern und Gent, gehören auch zum Norek-Besitz. Und Ypern ist die einzige Domäne, die er hat, die wirft immer noch nicht wirklich Geld ab. Es sieht nach wie vor wirklich richtig schlecht aus. Zudem muss man auch sagen, diese Stammesregierungen, die haben immerhin oder nach wie vor eigentlich das Problem, dass sie eine schlechte Festungsverteidigung haben. Ihr seht dort oben in der Übersicht 1,2. Bei vergleichbaren Feudalherrschaften ist das ja meistens mindestens eigentlich 3, 3,5 oder eben zum Teil auch 4, 4,5 bis 5 oder so. Viel, viel höhere Verteidigungswerte, und das macht natürlich die Verteidigung der Provinzen für Norek hier auch extrem schwer, gerade wenn man hier in Nachbarschaft zu den Feudalherrschaften steht. Da ist man eigentlich immer im Nachteil, und das kommt hier Eirik auf jeden Fall, bricht das alles über ihn hinein. Er hat aber auch irgendwie Kriegserfahrung oder Duellerfahrung gesammelt, hat hier eine Narbe bekommen inzwischen und ist gemäßigt geworden. Das erkennen wir hier auch nochmal im Jahr 931. Dann sehen wir, ja, dass es auch nicht mehr so lange braucht, bis Eirik II. Dann letztlich stirbt. Er wird nämlich in einem persönlichen Kampf, in einem Duell von Godi Øystein von Oppeby umgebracht im Jahre 934, ist also im Alter von nur 36 Jahren gestorben. Ein wirklich unerfolgreicher Herrscher für Norek. Und jetzt folgt ihm Sørgvar nach durch die Wahl der anderen Norek-Herrscher. Und Sørgvar, das gucken wir uns mal an, das ist ein ganz spannender Charakter, denn jetzt dreht sich alles quasi ins Gegenteil um. Er ist kein Katholik, sondern er glaubt an den germanischen Götterglauben einerseits, und andererseits ist er kein Stammesherrscher mehr, sondern ein Lehnsherrscher. Also seine Domäne, die er da besitzt in Kisa, das ist also in Schweden da unten, diese zwei Provinzen, die wir uns vorhin schon angeschaut hatten, das ist eine Burg, eine Liegenschaft, die gut ausgebaut ist und die auch viel mehr Geld abwirft. Wir sehen, er hat 255 direkt zur Verfügung, und was auch spannend ist, als Charakter, er ist militärisch viel versierter, er ist ein ausgebildeter, ein fähiger Taktiker sogar, und er ist ein ehemaliger Varäger, das macht auch dieses eine Symbol deutlich. Und damit ist Sørgvar also wirklich kriegserfahren und hat schon viel kriegerische Ehre ansammeln können, versucht jetzt auch hier einen gewissen Schatz, eine Kriegskasse anzuhäufen derzeit. So, dann haben wir hier nochmal eine Eroberung von Kuloy. Das ist auch irgendwie eine entfernte Provinz hier im Bereich, was ist das, die Barentssee? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man die nennt. Da nordöstlich von Finnland, also wirklich ganz, ganz weit weg. Da bin ich mir nicht sicher, ob er da wirklich viel gegen ausrichten kann. Und Litauen mit König Golovke dem Boshaften versucht also Sunnmeere zu erobern, also eine weitere dieser norwegischen Fjordprovinzen. Warten wir mal ab, wie es dort vorangeht, ob Litauen wirklich in der Lage ist, da so weit im Norden mit Armeestärke sich durchzusetzen, oder ob das fehlschlägt. So, da sind wir jetzt im Jahr 936, und es beginnt ein närkisch-norwegischer Unterwerfungskrieg. Also Sverker von Nericke möchte gerne den neuen König von Norek unterwerfen,
weil das macht man mal so als kleiner Grafenherrscher, kann man mal eben Könige unterwerfen. Sehr, sehr mutig, was Sverker von Nericke hier probiert, aber gut, so müssen wir das erstmal festhalten im Jahr 936. Und dann kommt auch noch ein heiliger Krieg aus dem französischen Raum dazu, und zwar aus Artois, die hier einen heiligen Krieg um Flandern starten. Flandern ist natürlich das Herzogtum, auch da besitzt Norek ja noch zwei Provinzen, nämlich Ypern und Geldern, glaube ich, war es. Ja, also sehr, sehr interessant. Dann geschieht hier nochmal im Bereich Irlands unter anderem eine norwegische Revolte unter Buadbeo oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Sehr, sehr komplizierter Name. Und ja, dieser Unabhängigkeitskrieg, der hier gestartet wird, die wollen sich unabhängig machen, der sieht total schlecht aus. Allerdings wird die Armee auch gerade von den Verbündeten ziemlich weggeprügelt. Also die Frage ist, ob die sich da wirklich durchsetzen können im Jahr 938. Zudem gibt es dann nochmal einen nordlandischen Krieg um Ragnars Anspruch auf Norek. Also hier kommt wieder ein Anspruchsteller auch noch um die Ecke. Er erklärt hier auch noch den Krieg. Ihr seht schon unten in der Übersicht, es ist wieder sehr viel los. Der neue Herrscher darf wieder gleich die Messer wetzen die ganze Zeit. So, 3 Jahre später, 941, sehen wir, eigentlich ist dieser Krieg schon längst vorbei, aber wird nicht beendet. Die Unabhängigkeit wird hier offenbar noch nicht anerkannt, obwohl es hier weit über 100% Kriegspunkte gibt. Sehr, sehr eigenartig. So, dann wurde inzwischen ein französischer Herzogskrieg gestartet, um Herzogs Mundericks Anspruch auf Gent. Hier geht es also nur um die eine Provinz in Flandern, nämlich um Gent, nicht um Geldern, wie ich vorhin sagte. Naja, und da sieht es auch richtig übel aus. Die französische Armee, die vernichtet dort die Liegenschaften ohne größere Probleme, wie es aussieht. So, 942, es bleibt dabei, der Unabhängigkeitskrieg ist immer noch nicht beendet worden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was dazu noch fehlt, denn eigentlich müsste das reichen, um sich die Niederlage eingestehen zu müssen, aus Sverkers Sicht, aber irgendwie passiert es nicht. Und ja, und dann haben wir ja noch diesen närkisch-norwegischen Unterwerfungskrieg, auch da sieht es gar nicht wirklich gut aus bislang. So, ja, König Sverker, Sverker ist inzwischen auch als das Monster bekannt und deswegen lehnt sich hier auch eine junge Dame vermutlich unter Anleitung ihrer Regenten auf gegen ihn im Jahr 943, also wo alle anderen Kriege schon beendet sind. Wir sehen, Gent ist verloren gegangen, die Provinz, an die Franzosen. Das war aber auch abzusehen und zu erwarten und nun kommt da wieder eine neue Tyrannei-Revolte 943 um die Ecke. Dann habe ich hier nochmal kurz aufgeführt, dass dieser Krieg um Jerusalem tatsächlich auch weiter vorbereitet wurde. Das hatten wir ja schon, glaube ich, bei unserer Rückschau in England hier am Rande festgestellt. Und hier habe ich euch nochmal den Bildschirm dazu aufgerufen. Hier sehen wir also, der soll am 26. September 944 beginnen. Die Stärke der katholischen Herrscher ist aber super, super gering. Und die Stärke der Verteidiger, die ich jetzt hier nicht nochmal aufgeführt habe, ist sehr, sehr stark. Also ob das dann wirklich gemacht wurde oder ob das irgendwie abgesagt wurde, wie das genau mechanisch funktioniert, kann ich euch leider nicht sagen. Aber offenbar ist aus diesem Kreuzzug tatsächlich nichts Wirkliches geworden. Okay, so, inzwischen also König Sverker, das Monster von Norek. Er ist inzwischen konvertiert zum Katholizismus, interessanterweise. Ist ja als Germane angefangen und wurde jetzt auch von einem Bischof gekrönt. Wie das zustande kam, das kann ich euch leider nicht mehr rekonstruieren, aber das ist nun mal Fakt. Er ist inzwischen auch grausam geworden, tapfer, geduldig und willkürlich. Vielleicht auch deswegen im Zusammenhang mit grausam hier als das Monster betitelt, der hier willkürlich Leute umbringt oder ähnliches mehr. So scheint es zumindest zu sein. Okay, dann sehen wir auch hier nochmal eine fast schon lächerlich groß anmutende Armee in Frankreich, nämlich die Mercianer, die ja von einem wikingischen Eroberer, Mercia wurde ja von einem Wikinger erobert und Hüsing oder so ähnlich hieß der, glaube ich, und der hat jetzt hier seine Armeen
wahrscheinlich wieder irgendwelche Ereignisarmeen oder so zu, ja, insgesamt, was sind das, 13.500 plus 2.300, also über 15.000 Mann marschieren jetzt nach Frankreich, um dort Eroberungen durchzuführen. Ich habe das beim letzten Mal schon erläutert, wie lächerlich hoch manchmal diese Zahlen sind. Ja, natürlich, die Quellen berichten von teilweise noch höheren Zahlen, aber die Quellen übertreiben halt auch in der Regel um ein X-faches, um ihre Position deutlich zu machen und um die Taten sozusagen noch größer darzustellen. Und faktisch gab es solche großen Armeen im Frühmittelalter, da lege ich mich jetzt einfach mal fest, so nicht. Das ist echt lächerlich hoch, was hier an Zahlen teilweise rummarschiert und dann auch eben völlig ohne Gegenwehr alles wegklatschen kann, als wenn es kein Morgen mehr gibt. Das ja, ist manchmal wirklich sehr, fast schon lustig irgendwie, wenn es einen nicht selbst betrifft. Wenn man davon selbst betroffen ist, dann ärgert man sich schwarz, weil man gegen diese Armee natürlich wirklich nichts, aber auch gar nichts ausrichten kann. Gerade wenn dort 3669 Bogenschützen in der Armee sind. Also bin mir nicht ganz sicher, archäologisch und auch forschungstechnisch, wie so Armeekompositionen in dieser Zeit aussehen. Aber dass so ein hoher Anteil an Bogenschützen da drin ist, mache ich mal ein kleines Fragezeichen dran. Kann ich mir ehrlich gesagt schwerlich nur vorstellen. Wie auch immer. So, dann haben wir hier noch eine kainuanische Eroberung von Ken. Auch wieder hier eine der weit entfernten Nordostprovinzen, ohne Gegenwehr offensichtlich. Ja, auch für Zergwa sieht das hier nicht gut aus. Eine rovaniemische Eroberung von Kandalax schließt sich dem auch gleichzeitig noch an, sodass wir hier quasi beide Provinzen in Nachbarschaft direkt in zwei Kriegen wieder drin haben. Und eine Eroberung aus Hall, eine hallenische Eroberung von Chester, wird hier vorbereitet. Wie auch immer er hier an die Provinz Chester überhaupt rangekommen ist, sie wird ihm jedenfalls hier streitig gemacht durch den Grafen von Hall. Okay, ja, das ist jetzt dieser Krieg, den ich vorhin meinte, die mercianische Eroberung von Frankreich. Und wer schaltet sich dann zusätzlich auf Seiten Frankreichs ein? Natürlich alle möglichen katholischen Herrscher und dann zusätzlich mit wieder lächerlich vielen Truppen. Ihr seht es hier, 13.000 Mann kann das Heilige Römische Reich inzwischen schon bereitstellen. Auch die haben natürlich genug Gebiete, um so hohe Zahlen zu rekrutieren. Und dann noch 6.864 Mann von, ich glaube, dem mittleren Frankenreich, die jetzt hier ebenfalls dann da beteiligt sind. Also insgesamt, wenn wir alle Soldaten in einer Schlacht finden würden, dann wären das, ich zähle mal zusammen, 28.000 und fast 7.000. Dann haben wir hier ja locker 35.000 Mann, die theoretisch eine Schlacht schlagen könnten. Also das ist wirklich eine lächerlich hohe Zahl. Die ist ungefähr im Rahmen dessen, was man in zeitgenössischen Quellen manchmal auch genannt findet, aber die halt unfassbar stark übertrieben sind. Ja, ein bisschen schade, dass das hier so eine Gigantomanie von Truppen wird, weil das macht so ein bisschen den Eindruck, als wenn im Mittelalter irgendwie Armeen völlig problemlos Monate oder gar Jahre umhermarschieren in so einer Größenordnung. Das ist natürlich wirklich dann, da befinden wir uns dann irgendwie fast schon im Bereich von Fantasy leider. So, da gehen wir mal 3 Jahre weiter. Diese Eroberung von Chester, die scheint zum Erfolg zu führen. Die Provinz wurde bereits durchbelagert. Also für Zergwa sieht das hier wirklich nicht an dieser Stelle nach einem Verteidigungssieg aus. Zudem gibt es dann auch noch eine karelische Invasion von Norek. Und da muss man ja mal ganz ehrlich sagen, und eine sudurlandische Eroberung von Raumstal kommt auch noch dazu. Aber diese Invasion, die ich hier gerade gezeigt habe, die ist wenigstens mal von den Truppenstärken her, wir sehen es da oben, 2.838 Mann. Das klingt im entfernten Sinne noch einigermaßen realistisch, dass er mit dieser Truppe versucht, entsprechend diese Invasion durchzuführen. Das kann ich wiederum schon viel eher nachvollziehen als Invasionsarmeen von 15.000 oder 20.000 oder wie viel auch immer Mann mehr. Gut. Also es gibt mehrere Eroberungen von Raumstall, von Vista, hier unten im schwedischen Gebiet, direkt neben seiner eigenen Provinz, die auch schon komplett durchbelagert wurde. Und noch eine Eroberung von Raumstall. Also es nimmt hier wirklich mit diesen Eroberungen bei den Wikingern da oben wirklich gar kein Ende mehr.
Ja, und wir sehen auch hier, seine Pietät ist im Negativen gelandet. Immerhin hat er aber noch Geld, also kann wenigstens seine Truppen noch normal kämpfen lassen. Vielleicht hilft ihm das mit seiner kriegerischen Fertigkeit ein bisschen weiter an der Stelle, aber es sieht, wie gesagt, nicht sehr gut aus. Wir sehen also hier, was hat sich hier getan? Doch einiges. Erstmal haben wir hier im Jahr 959, also 8 Jahre später, einen neuen Herrscher inzwischen, nämlich König Thorolf von Norek, der ja auch wieder nicht ganz so der fähigste Krieger ist, sondern eher ein Diplomat, ist aber auch tapfer, hinterlistig, treu und schüchtern und auch wohltätig. Und wir sehen, mit jungen 23 Jahren versucht er hier die Geschicke von Norek zu übernehmen und ja, sein Land irgendwie in bessere Zeiten zu geleiten. Wir sehen hier, in Schweden ist jetzt die vorletzte Provinz schon verloren gegangen. Also Norek hat wirklich einiges verloren an Gebiet und besitzt wirklich nur noch einen Bruchteil seiner ehemaligen Größe. Ja, der Vorgänger Sörkva, das Monster, ist übrigens an Krebs gestorben am 11. Juni 957, ist auch nicht so alt geworden, aber das ist eben nachvollziehbar hier. Und Thorolf ist auch wieder ein Lehnsherrscher, ein Burgherrscher, ein Feudalherrscher, wollte ich sagen. Jetzt komme ich auf den Begriff. Ein Feudalherrscher, der auch katholisch getauft ist, aber noch nicht gekrönt, denn er ist ja die ganze Zeit in Kriegen und anscheinend möchte die KI ungerne im Krieg getauft werden. Dafür gibt es ja auch einen Malus, wenn man das tut, und anscheinend möchte die KI das nicht so gerne. Das sehen wir jetzt bereits zum wiederholten Male oben rechts an dem Symbol, dass die Krönung sich dann extrem verzögern kann zum Teil. So, ein erneuter Eroberungsversuch von Firdr Filki da oben, oder ein erster, wird anscheinend abgeschlagen durch mehrere erfolgreiche Schlachten. Das sieht ganz gut aus. Die Eroberung von Kindar wiederum, ja, Schlachtenerfolge, ja, allerdings muss er da noch zurückbelagern. Das sieht aber auch ganz gut aus mit den Besetzungen demnächst. Im Jahr 959 und eine Eroberung von Fehlermark, die hier ja ziemlich unentschieden bisher läuft. Auch die aus Verend initiiert worden ist im Jahr 956. Und wir haben auch eine Eroberung von Tyrone oder Tyron hier im Norden von Irland. Da wiederum wird gerade auch wieder versucht, die Provinz zurückzubelagern und den Gegner dort zu vertreiben. Sieht gar nicht so schlecht aus, wie es jetzt hier mit dem Kriegspunktestand den Eindruck macht. So, die Provinz Chester aber ist auch verloren gegangen. Das hatte sich irgendwie auch schon halb angedeutet und ist jetzt nicht mehr im Besitz vom Norek-Herrscher hier. Okay, dann eine weitere Invasion, die schwedische Invasion von Norek. Das ist jetzt wirklich großes Ding. Schweden selbst hat offenbar Probleme, seine eigenen Provinzen zu halten. Sehen wir dort im Norden. Aber sie erklären hier nochmal einen Invasionskrieg gegen Norek. Und ob die da standhalten können, Thorolf und seine Mannen, das darf doch stark bezweifelt werden, auch wenn das gerade erst offenbar gestartet ist. Genau, hier sehen wir es nochmal, ungekrönter Herrscher. Meinung der Vasallen übrigens derzeit minus 10. Das ist ziemlich mies, aber offenbar hat Thorolf gerade viele andere Kriege zu bestreiten und viel anderes zu tun im Jahr 961. Er hat eine seiner Hände wohl verloren, ich vermute mal in irgendeinem Kampf. Ja, dann sehen wir hier, genau, 961, viele der Kriege sind vorbei. Er besitzt aber immer noch die Domäne Kisa und auch die Domäne Kassel, die da in Ypern liegt, da unten. Also die hat er tatsächlich immer noch in seinem Besitz und verdient wenigstens noch ein bisschen Geld und bekommt Truppen daraus. Besser als nichts, wie mir scheint. So, 2 Jahre weiter, ein dorsetischer Krieg um Gräfin Melmides Anspruch auf Norek. Ja, wird jetzt hier auch noch ausgerufen aus Dorset. Das ist die Provinz hier in Südengland. Ja, sehr interessant, dass da aus dem fernen England wieder irgendwelche Ansprüche daherkommen, aber so ist das manchmal in Crusader Kings. Überall sind die Verknüpfungen der Familien verteilt auf ganz Europa und man sieht wirklich, zu welchen aberwitzigen Verbindungen das manchmal führen kann mit gravierenden Auswirkungen. Dann gibt es wieder einen germanischen Aufstand da unten im Süden von Norwegen, einen Germanenaufstand, der hier Probleme macht mit einer sehr, sehr großen Armee von 4000 Mann sogar. Das sieht richtig übel aus für Thorolf.
Okay, und dann gibt es wieder eine Eroberung hier, nachdem weitere Gebiete dort im Nordosten verloren gegangen sind, soll jetzt auch Kola noch von Norek abgeschnitten werden. Mal schauen, ob das gelingt. So, und noch ein Eroberungskrieg, warum nicht, von Oriel. Man sieht also, Norek verliert auch in Irland konsequent und nachhaltig seine Provinzen, seinen Einfluss dort. Das ist ja wirklich ein kompletter Einflussverlust auch dort, der sich hier bereits abzeichnet. So, König Thorolf ist also auch 963 immer noch ungekrönt, hat jetzt schon einen -12-Malus bei der Meinung der Vasallen, hat sich bei irgendwas verletzt, wir sehen es am blutigen Gesicht, hat irgendwas, irgendeine Verwundung erhalten, vielleicht durch eine Schlacht oder durch ein Duell, bin mir nicht ganz sicher, was das Symbol da aussagt, ich glaube, es bedeutet, dass er sich in irgendeiner Schlacht verletzt hat oder so. Ja, also sieht nach wie vor nicht gut aus und 2 Jahre weiter ist es dann auch schon mit ihm zu Ende, denn er ist am 6. Dezember 964 bei einem verdächtigen Unfall wohl umgebracht worden, so erscheint es uns. Und jetzt ist ein neuer Herrscher an der Macht, nämlich der gute Ottar. Und Ottar, der trägt also wirklich einen würdigen Pornobalken im Gesicht, den wir allerdings bald nicht mehr sehen werden, leider, wenn er sich dann kriegerisch betätigt. Aber finde ich irgendwie sehr lustig, dieses Porträt an dieser Stelle. So, auch er ist nach wie vor sofort ungekrönt. Ich weiß gar nicht, ob Thorolf überhaupt gekrönt worden ist. Ich denke eher nicht. Da ist er einfach nicht zu gekommen. So, ja, Ottar ist ein Herrscher, ungehobelt, ein Zwillingskind, gemäßigt und zornig und ein Intrigenspinner. Ob ihm das bei diesen ganzen Kriegen da unten weiterhilft, warten wir mal ab. Wir sehen, ganz unerfolgreich ist er eigentlich nicht. Aber das ist wirklich eine Vielzahl an Kriegen, die macht ihm doch sehr zu schaffen. So, dann will natürlich ein Land wie Pont oder Ponte, ich weiß es nicht genau, dann nochmal kurz um Ypern erobern. Also auch da muss sich direkt Ottar drum kümmern. Jetzt seht ihr auch mit dem Helm, warum man leider seinen schönen Bart nicht mehr sehen kann. Naja. Wir sind bereits im Jahr 967, jetzt eine Glaukäste oder glosterische Eroberung von White. Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. White ist diese vorgelagerte Insel bei Südengland und die ist offenbar irgendwie im Besitz gelangt von Norek zwischendrin. Ich weiß nicht, ob sie das immer war, aber auch die wird jetzt hier beansprucht in einem Krieg. So, Grafschaft Ypern ist tatsächlich jetzt im Jahr 970, dann Jahre später, durch eine Invasion erworben worden. Seitdem ist Ypern jetzt sogar Teil von, ich weiß es gar nicht, ist das die englische Flagge? Ja, tatsächlich, gehört jetzt zu Mercia im Königtum England. Also England hat hier sogar seine Besitztümer im Jahr 972 in Frankreich bzw. in den Niederlanden dort bei Ypern sogar ausgebaut durch eine Invasion durch den Charakter Falki. Also jetzt sind die norrexischen Besitztümer hier in Nordfrankreich / in Flandern in den Niederlanden in den heutigen komplett verloren gegangen. Ein wirklich düsterer Endpunkt für diese Rückschau hier. König Ottar ist noch an der Macht, hat gerade Schmerzen in der Brust, aber ansonsten ist er relativ gefestigt. Aber wir sehen schon, in Norwegen selbst hat er viele Gebiete verloren, beziehungsweise seine Vorgänger. Im Nordosten hat Norek alle Gebiete verloren. Jetzt ist in Schweden nur noch das Gebiet von Kisa in seinem Besitz, das auch wirklich seine Stammdomäne ist. Und die Gebiete halt, die in Norwegen noch übrig sind. Und ich glaube, 1-2 Restgebiete in Irland, die wir vorhin gesehen haben. Und diese Insel südlich von England, wo jetzt auch Truppen unten zu erkennen sind, die da noch stehen. Das ist alles. Mehr hat er dann. Nee, stimmt nicht. Er hat noch in Zentraldeutschland irgendwie noch 2 Provinzen. Auch das sehen wir hier auf der Karte. Also wirklich total durchverteilt. Aber er kann, glaube ich, also die Norek-Herrscher haben, glaube ich, wirklich Probleme, ihre Macht zu konzentrieren auf einen Ort. Ja, diese ganzen Stammdomänen sind immer mal wieder hin und her gewechselt. Jetzt liegen sie in Schweden, vorher lagen sie in Flandern, davor lagen sie eigentlich mal in Norwegen. Und ich glaube, diese völlige Durchverteilung von Provinzen und Machtstrukturen, die schwächt nachhaltig hier den Herrschaftsbereich des Königtums Norek.
Mal gucken, ob die sich nochmal erholen können. Ich meine, das ist ja hier eine hochdynamische Entwicklung in Europa. Litauen und Dänemark, Polen, das ist ja alles irgendwie so eine Gemengenlage, die sich immer wieder wandelt. Also warten wir es einfach mal ab, da kann noch sehr, sehr viel in der Zukunft passieren. Das hier ist jetzt jedenfalls erstmal der Endpunkt für die Rückschau auf Norek. Und nach 35 Minuten wisst ihr jetzt auch Bescheid, warum die letzte Rückschau, nämlich mit dem Heiligen Römischen Reich, in einer vierten Rückschau dann in der nächsten Staffel erst kommen wird. Da müsst ihr euch also einige Tage leider noch gedulden, denn das ist wirklich so viel gewesen, was man hier versuchen musste aufzuarbeiten. Ich weiß, ich habe das nicht immer geschafft, das jetzt transparent zu tun, weil das mit Hilfe von verschiedenen Spielständen nachträglich noch nachzuvollziehen, was im Einzelnen zu welchen Kriegen geführt hat, warum Person X jetzt so handelt und nicht so handelt, das kann man natürlich nicht mehr anhand von, ich sage mal, 20 Spielständen in einem 50-Jahre-Zeitraum komplett transparent machen. Darum geht es aber auch nicht. Es geht darum, hier einen Überblick zu behalten, wie die Gebiete strukturiert sind, wer da herrscht und wie erfolgreich die Leute sind. Leider im Fall von Norek sehr, sehr unerfolgreich, muss man sagen, in diesen 50 Jahren. Ich hoffe, dass ihnen nicht ein ähnliches Schicksal wie in Kabulistan droht, aber es sieht wirklich nicht besonders gut aus. Da müssen wir dann in den nächsten Zeiträumen nochmal genau drauf schauen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei der letzten Rückschau mit dem Heiligen Römischen Reich. Auch da wird es wieder ganz, ganz viel zu besprechen geben, denn die waren ja auch sehr, sehr fleißig in der Zwischenzeit. Da können wir dann nochmal genau drauf schauen. Und dann wird es im Anschluss mit der ersten Folge mit dem Herrscher Putiata von Smolensk weitergehen. Da werde ich euch wieder einen kleinen historischen Überblick geben. Der wird wahrscheinlich recht kurz ausfallen, weil das historische Smolensk in dieser Zeit etwas ganz, ganz, ganz anderes ist als das, was jetzt hier im Spiel ist. Wir sind ja schon 200 Jahre hier drin und die Dinge entwickeln sich einfach sehr ahistorisch. Dementsprechend werde ich nur einen kurzen Überblick stellen, was eigentlich historisch, wie Smolensk so historisch das erste Mal auftaucht und sich entwickelt. Und dann werden wir gucken, was denn tatsächlich vor Ort los ist hier in Crusader Kings 2 und inwiefern etwas davon übereinstimmt oder halt nicht übereinstimmt. Das werden wir dann noch sehen. Gut, ich hoffe, ihr seid weiterhin gespannt. Es geht dann demnächst weiter. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.